Wir sind zurück. Das sehe ich. Tja, ich habe auf euch gewartet. Ich habe euch erwartet. Aber es überrascht mich, dich hier zu sehen, Jade. Madame Oberhähnig hier hat mich mitgeschleppt. Und so ein, dass ich endlich meinen Teil beitragen soll. Ich erinnere mich genau daran, dass du offenes Interesse an unsere Notlage geäußert hast, als wir mit Inigo sprachen. Und dass du mehrere Fragen gestellt hast, die dein Verlangen zu helfen bekundeten. Eine davon war, wie viel ihr zahlen würdet. Und du hast gesagt, nichts. Also habe ich dankend abgelehnt. Und doch bist du gekommen. Hast du einen besseren Job in Aussicht, Jade? Bisher nicht. Nico und ich haben da etwas, aber bis dahin habe ich ja noch etwas Zeit. Dann könnte ihm Nico vielleicht auch helfen. Besser wäre es. Keine Ahnung, ob ich unsere Prinzessin hier alleine aushalte. Das wird nicht nötig sein. Ich komme alleine zurecht. Ich halte Nico dabei. Ich auch. Ich schätze, du hast uns eine Quest ausgeschrieben. Habe ich? Bitte sehr. Exzellente Arbeit. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Lass mal sehen. Wir müssen also diesen Typen am Portal abfangen. Klingt leicht. Wir können einen Hinterhalt vorbereiten. Oder uns anschleichen, wenn er bereit da ist. Kannst du denn schleichen, Großer? Ich kann ziemlich fühlen. Vor ein paar Jahren habe ich etwas Zeit mit einem Felspanton verbracht und sie haben mir beigebracht, wie mich an alles und jeden anzuschleichen. Ich mache es nicht gerne. Es ist irgendwie unhöflich, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir können etwas unhöflich sein. In der Tat. Und nach Verstärkung suchen können wir ebenfalls. Du hast recht. Wir sollten Inigo um Hilfe bitten. Und Hex schlug vor, dass wir Voi mitnehmen. Er ist gut im Ablenken und erkennt sich im Abgrund zwielichts aus. Sollten wir dorthin müssen. Er hat anscheinend Familie dort. Auch wenn ich hoffe, dass wir ihm nicht begegnen. Sonst noch jemand? Wir haben noch einige in Betracht gezogen. Aber Scanny und Grace hatten gute Gründe dagegen. Nicht alle, die willkommen sind kampferprobt und unerfahrene Abenteurer würden sich unnötig in Gefahr begeben. Und sie meinten auch, dass wir noch weitere Notfallpläne haben sollten, falls unser Notfallplan nicht funktioniert. Ich glaube, sie wollen einfach eine Ausrede, um gemeinsam zu forschen und von den Kämpfen fernzubleiben. Das kann ich ihnen nicht verübeln. Muddy wollte gern mitkommen, aber Dave wollte gehen. Kommt er denn selber mit? Natürlich. Ich habe die beiden hier angewiesen, ihn auf dem Weg hier zu fragen. Wir brauchen gute Kämpfer und Xier hat Talent. Ich hoffe, er hat sich von dieses Mal richtig von Muddy verabschiedet. Das hat Zerlin sichergestellt.
Bei dem Blick lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Der war beeindruckend. Der Tat. Also, fertig mit der Fragerei. Könntet ihr mir euren Plan noch einmal erklären? Ich hatte da ein paar anstrengende Wochen. Klar, hört zu. Wir gehen zum Zwielichtportal bei den Mondseen und hindern diesen miesen daran durchzugehen. Wenn er schneller ist als wir, dann folgen wir ihm durch den Abgrund des Zwielichts nach Mo. Und hindern ihn daran, die Axt zu holen. Und wenn das auch scheitert, dann... Naja, dann... Dann halten wir ihn auf, um jeden Preis. Klingt gut. Während ihr unterwegs seid, könntet ihr die Augen nach Fable aufhalten. Also dann, schwörst du bei den Drachen und allem, was heilig ist, dass wir uns auf deine Hilfe verlassen können? Selbstverständlich. Was braucht ihr? Ganz einfach, wir müssen einfach nur schneller sein als dieser Irre. Dann sind wir hoffentlich vor ihm bei dem Portal. Und wir sollten ihn zuerst angreifen, während wir seinen Gegenangriff ausweichen. Schneller als er zu sein, ist der Schlüssel zum Erfolg. Da irrst du dich. Es ist naiv, zu glauben, dass seine Angriffe nicht mächtig wären. Wir müssen gerüstet sein, damit wir ihn erledigen können, bevor er jemanden von uns ernsthaft verletzt. Mach dich nicht sehr lächerlich. Wenn wir schnell genug sind, nützt ihm alle Kraft der Welt nichts. Ich würde zu gern hören, wie du das in einer Pfütze aus deinem eigenen Blut sagst. Okay, warum nehmen wir denn nicht beides? Wenn wir beides in der richtigen Balance haben, ist das gut. Wir können uns auf unsere Verteidigung konzentrieren, aber etwas geschickter zu nehmen für alle Notfälle. Und vielleicht einen dieser Infusionsträger für Schnelligkeit. Ich könnte euch einige goldene Federn oder Säbelzähne für etwas mehr Geschwindigkeit anbieten. Wunderbar. Und du könntest uns wieder mein Geschick geben und ein klein wenig Verteidigung dazu. Und um sicher zu gehen, dass wir geschützt sind, könntest du uns eine Frostrüstung mitgeben. Scotty sagte, dass er die gerne einmal ausprobieren würde. Gern, dafür habe ich noch genug Eiskieferzapfen vorrätig. Ich glaube, Jade und wir können keine Entscheidung ohne Gewalt treffen. Würdest du uns helfen? Natürlich gerne. Die Qual der Wahl hängt mal wieder an mir. Und ich sag ehrlich, ich will das nicht überleben. Mit ihrem Leben halten, daher brauchen wir Verteidigung. Mit Verteidigung ist bei beiden mit drin. Und hier ist mehr Verteidigung. Aus irgendeinem Grund. Meine Frostschutz könnte. Ja. Ist mehr Verteidigung und hier ist mehr Schnelligkeit. Das Frostschild könnte das Überleben bedeuten. Das Frostschild ist ja dann quasi nochmal Zusatz. Okay, können wir erstmal Frostschild reinpacken. Dann schauen wir mal, was hier. Drei Geschwindigkeit ist, da gibt es ja glaube ich nur einen, denke ich, der überhaupt in Frage kommt. Ah, es gibt noch einen zweiten.
Letztes Wort. Das klingt nicht so ermutigend. Und dann Geschwindigkeit und Stärke. Na gut, mach was mal. Auch wenn das nicht gerade ermutigend klingt. Letztes Wort. Ob das nicht der falsche Trink. So, nee, so müssen wir es machen. Und dann sehr viel Geschwindigkeit. Letztes Wort. Ich hoffe, das ist nicht deren letztes Wort. Geschick ist immer eine gute Wahl. Und ihr werdet eure Frostrüstung gut nutzen können, wenn seine Klinge daran zerbricht oder so. Ich wusste, dass du die richtige Wahl triffst. Es gibt keine richtige Wahl, Jade. Ihr wolltet das Gleiche, nur in unterschiedlichen Mengen. Und du hast die bessere Menge gewählt. Oder die Fackelsicherer. Ich warte draußen. Komm gern nach, wenn du zugeben willst, dass ich recht hatte. Also gut, Clay, wir gehen. Clay? Du solltest. Ist alles in Ordnung? Nein. Ich glaube nicht. Hast du keine Angst? Angst? Wovor denn? Vor allem. Das Schicksal der Welt ist eine schwere Last. Oder? Was, wenn jemand verletzt wird und ich nichts tun kann? Was, wenn ich dich nicht beschützen kann? Oder die anderen? Oder die Welt, die Fratschen? Clay, hör auf. Bitte. Du hast Angst. Das verstehe ich. Ich habe auch Angst. Mein ganzes Leben habe ich für so einen Moment trainiert. Mir wurde immer gesagt, dass ich andere retten soll. Und wenn ich das nicht schaffe, wofür bin ich dann überhaupt gut? Du bist dafür gut, du zu sein. Ich bin froh, dass es dich gibt, selbst wenn du niemanden rettest. Du bist keine sagenhafte Retterin. Du bist meine gute Freundin. Und du bist mein guter Freund. Und mit dir an meiner Seite habe ich weniger Angst. Du hast mir beigebracht, zu mögen, trotz all der Last, die auf mich liegt. Ich wünschte, du könntest dasselbe für dich selbst tun. Ich verspreche dir, wir stehen das durch. Gemeinsam. Und wir werden alle retten. Dich, mich, die anderen, die Welt und die Frettchen. Und sie wird, sie hier wird auch gerettet. Danke, dass ihr an mich denkt. Clay, du bist gut, so wie du bist. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass du es nicht bist. Und du auch hier. Glaub nicht, dass ich dich da rausnehme. Ich weiß, dass du das nicht tust. Das Unglauben ist alle Stärke, die ich brauche. Kannst du den Weg in meine Hand halten? So ist es weniger schlimm. Natürlich.
Und denk daran, du wirst mich immer wiederfinden. Und Freundschaftsarmband, unser Freundschaftsarmband zeigt dir, wo ich bin. Und du dich trotzdem deines Orientierungssinn verläufst. Dann hilft mir, meins auch dich zu finden. Du würdest dich trotzdem verlaufen. Dann muss ich wohl Jake zum Hilfe fragen. Das würde ich für dich sogar tun. Danke, Joe. Bist du eine tolle, beste Freundin. Ich auch. Du auch. Also gut. Kumpel, gehen wir gemeinsam. Viel Glück. Brauchen wir nicht. Oha. Nächste Abenteuergruppe. Du musst ihnen wirklich gute Drinks gemacht haben. Ich habe Clay noch nie so entschlossen erlebt. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber eines muss ich sagen, Grace. Es wundert mich, dass du Hex nicht zu immer durch den Flamme begleitest. Sie wollte ihr Studium dieser Zaubersprüche nicht unterbrechen. Sie glaubt, dass es mich helfen könnte, das alles hier zu lösen. Ich glaube, was mir jetzt helfen würde, ist ein Drink. Etwas, das meine Gedanken ordnet, damit ich trotz all dem konzentriert arbeiten kann. Einen Moment, kommt sofort. Ein Gedankendrink. Gedankendrink. Dann nehme ich doch mal den hier. Sehr viel Intelligenz und Charisma. Supernova Seltas. Streiche nicht vergessen. Und ab damit. Ein köstlicher Gedankenentwirrer für dich. Das ist der köstlichste Entwirrer, den ich je getrunken habe. Aber Entwirrer ist für Haare. Hast du das getrunken? Möchtest du auch etwas trinken, Manny? Nein, danke. Ich habe heute schon 3 heiße Kakao getrunken. Wenn ich noch mehr Magie trinke, dann esse ich die Sonne oder so. Also gut, Themenwechsel. Mir wurde gesagt, dass ihr ein Forschungsteam gegründet habt. Haben wir. Grace und ich sind natürlich die Chefin. Aber wir haben Skelly und Archie angehört. Und Una meinte, sie hört gern zu und häkelt, während wir reden. Eine gute Ausrede, um zu helfen. Sie hat darauf bestanden, dass wir es nicht helfen nennen. Natürlich hat sie das. Rufus hilft uns auch. Seine Wolle ist so weich, dass jeder, der sich sofort beruhigt. Am liebsten sollte Dave auch dabei sein. Aber er ist damit beschäftigt, diesen Fiesling zu bekämpfen. Aber er hat versprochen, dass er bald zurückkommt. Und er hat sich besser an und er hält sich besser an dieses Versprechen. Und was recherchiert ihr eigentlich? Manny meinte irgendwas von Zaubersprüchen. Geht es um die Hex, in dem sie den Turm gefunden hat? Genau die. Er ist die ganze Nacht aufgeblieben und hat versucht, sie zu entschlüsseln. Aber als er herausgefunden hatte, worum es ging, hat er sofort das Interesse verloren.
Also mache ich weiter. Er konnte in dem ganzen Chaos nur zwei von ihnen retten, aber die sind ausgesprochen interessant. Kannst du etwas ins Detail gehen? Welche interessiert dich mehr? Teleportation oder Seelenbindung? Seelenbindung klingt interessant. Hex kam mit einer Glasschatulle nach Hause, in der eine leuchtende Schriftrolle schwebte. Nachdem wir sie herausbekommen und die Schutzruhen entfernt hatten, war er allerdings ziemlich enttäuscht. Eine Glasschatulle, die hinter einem Rätsel liegt und mit Schutzruhen versehen ist, wer auch immer das war, wollte wohl nicht, dass sie benutzt wird. Und ich bin mir sicher, dass ich weiß warum. Sie beschreibt, wie man eine Seele direkt aus dem Körper einer Person zieht und in einem Objekt transferiert. Sehr unberechenbare Magie und gefährlich, vermute ich jedenfalls. Sie war schwer zu übersetzen. Ich versuche noch, etwaige Nebeneffekte zu verstehen. Damit ich Hex davon überzeugen kann, sie nicht zu nutzen, wenn es ihm in den Kram passt. Das klingt kompliziert, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Was ist mit der anderen Schriftrolle? Also, in der Schriftrolle hält einen mächtigen Teleportationszauber. Ich halte mich für recht begabt in Beschwörungsmagie, aber Hex findet sie langweilig. Er hat die Schriftrolle nur mitgenommen, weil er dachte, die goldene Rune bedeutet, dass sie besonders interessant ist. Da hatte er zwar recht, aber der Zauber erzeugt entschieden zu wenig Feuer für seinen Geschmack. Noch interessanter als eine Schriftrolle der Seelenbindung? Nein. Aber trotzdem äußerst interessant. Meinem Verständnis nach erlaubt dieser Zauber, wenn er korrekt ausgeführt wird, enorme präzise Teleportationen nach nahezu überall in Asteria. Das ist mal ein mächtiger Zauber. Sogar an geschützte Orte oder andere Sphären. Aber ich versuche herauszufinden, wie ich ihn nutzen kann, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Dieser Zauber benötigt mehr Mana, als eine Person normalerweise in ihrem Körper hat. Also würde er seinen Wirker töten? Mit ziemlicher Sicherheit. Aber er hat eine Menge Potenzial. Ich muss ihn nur etwas modifizieren. Viel Glück. Danke. Ich möchte auch magische Schriftrollen entziffern. Aber zuerst müssen wir unsere Forschung beenden, nur für den Fall, dass wir wissen, was zu tun ist, falls... Es ist einfach nur gut, beschäftigt zu sein. Und so habe ich eine Ausrede, um mir mehr von Scullys Geschichten und das immerblühende Archiv anzuhören. Er versucht herauszufinden, ob man das Siegel wieder verstärken kann. Das wäre voll stark. Vielleicht kann man sie zusammenkleben. Glaube ich nicht. Wir haben uns mit Uchis Hilfe ein ganz Brett ausgemacht, an dem wir all unsere Hinweise gesammelt haben. Spezifisch haben wir uns angesehen, wie dieser Totenbeschwörer sein könnte. Clement hätte ein Geblumen an meiner Rüstung gesehen und das da erschien ja wie ein Hinweis. Vielleicht ist er ein Florist oder es sind Zombieblumen oder er will eine Blume zerstören. Ich muss sein Motiv herausfinden. Wenn wir sein Motiv haben, können wir herausfinden, wer er ist und was er für Schwächen hat. Nicht, dass wir das bräuchten, weil Dave gewinnen werden. Was sagt er? Ihm in den Barsch treten? Aber wenn
ich mir das ansehe, fühle ich mich beunruhigt. Ja. Sie werden es schaffen, oder? Sie werden nicht von Zombies gefressen werden, wie meine Eltern. Werden sie nicht. Sie passen aufeinander auf. Und er wird zu dir zurückkommen. Das hoffe ich. Ich will nicht noch einmal erleben. Ich vermisse meine Eltern. Ich wünschte, sie wären hier, um meine Hand zu halten. Wie waren sie? Ich weiß noch, wie Papa mir gute Nachtgeschichten über wagemutige Einbrecher erzählt hat. Und Mama hat gerne Sachen aus der Wolle gemacht. Vor allem Socken. Und sie waren so nett und cool. Und ich hatte sie sehr lieb. Ich weiß, ich kann deine Eltern nicht ersetzen. Aber möchtest du, dass ich deine Hand halte, bis Dave und Fabe zurückkommen? Das wäre schön. Ich fühle mich viel sicherer, wenn sie da sind. Weißt du, als wäre ich wieder zu Hause. Du bist zu Hause. Das denke ich auch. Aber genug von meiner dramatischen Geschichte. Ich klinge ja schon fast wie Dave. Nur mit weniger verdrängten Problemen und nicht so fehlfixiert. Ich glaube, wir sollten gehen. Wir erzählen dir morgen, wie weit wir gekommen sind. Aber vorher ist mir so viel Angst, bis wir platzen. Genau. Una hat versprochen, dass sie uns welches macht. Dann lasst mir was übrig. Ich verspreche nichts. Oh. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte schon Angst, du wärst nach Hause gegangen, ohne dich zu verabschieden. Als ob ich das jemals tun würde. Dank Voyanches Hilfe habe ich die Federn des goldenen Eistauers schnell gefunden. Aber nachdem das alles hier passiert ist, habe ich mich entschlossen, ein wenig länger zu bleiben und denen in Not zu helfen. Das klingt genau nach dir. Aber wie geht es dir mit all dem? Du musst nichts sagen. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Hab ihn schon ein oder zweimal gesehen. Kann ich etwas für dich tun? Was kannst du schon tun, Quincy? Alles fühlt sich so seltsam an. Als würde es auf Messerschneide stehen. Ein falsches Zucken und alles ist vorbei. So ähnlich. Würde es dir helfen, wenn ich dich um einen Drink bitten würde? Vielleicht. Weißt du, was mir immer hilft, wenn es mir nicht gut geht? Was denn? Ein guter Becher Quincy's heiße Schoki. Hier bitte, nach allem, was ich so gehört habe, hast du das hier nötiger als ich. Das Rezept. Das ist sehr nett von dir. Danke. Also dann, mach mir ein Denk. Diesen oder einen anderen. Tu, was du willst. Tu, was du willst, hab ich selten gehört. Das ist... Machen wir bleibt mal diesen hier. Für mich noch ein bisschen Geschwindigkeitsbauer und frustende Sache dazu geben.
Vielleicht das hier. Ja, das könnte gehen. Ey, wenn ich Charisma noch dazu. Intelligenz. Und vier. Schon die Kind. Heiße Schocken. Oh, Meister der Schenke. Mach jeden Drink mindestens einmal. Cool, haben wir schon alle Drinks fertig. Da muss ich aber nochmal nachgucken. Na, da fehlen aber noch drei. Auf der Liste. Scheint aber alle zu sein. Ich konnte es kaum abwarten, dieses Rezept zu probieren. Und du hast es perfekt getroffen. Meine Hände und mein Herz sind warm. Mischst du auch einen Schluck? Du siehst aus, als könntest du einen brauchen. Vielleicht später. Möge dieser Drink wärmer sein als die Strömungen, die das Schicksal uns derzeit wirft. Das ist er allerdings. Danke. Immer gerne.